Willkommen zu Let's Play Mario und Luigi Abenteuer Bowser, oder besser bekannt als Mario und Luigi Bowser's Inside Story. Ja, 2009 erschienen für den Nintendo DS. Und es hat sich sehr gut verkauft und es gehört zu meinen Lieblingsspielen. Es ist auch mein Lieblingsspiel. Also, und ich hau jetzt schon für dieses Spiel eine Kaufempfehlung raus. Egal, wo ihr dieses Spiel seht, kauft es einfach euch. Es ist derbe episch. Ja. Und es wird ein alter Charakter, den man schon kennt, wiederkehren. Und die folgenden Spiele zusammen durch Zeit und Superstar Saga muss man nicht zwingen kennen, aber Superstar Saga, die Story, die sollte man kennen. Denn da wird ein sehr alter, bekannter Charakter zurückkommen. Gut, gehen wir aber mit der Story. Toad Town. Mama, ich bin wieder da. Hallo, Mensch. Schatz, ist es nicht ein bisschen früh? Der Lehrer hat heute sehr viel geredet. Da bin ich einfach so abgehauen. Was? Also wirklich, das geht doch nicht. Ich hab doch trotzdem mal gesagt, Schule schwänzen ist scheiße. Wir müssen zum Beispiel ein Abitur so tun. Ein anständiger Tod tut so etwas nicht. Ja, tut mir leid. Es war ein Physiklehrer. Wann gibt's Essen? Dauert nicht mehr lange, Schatz. Du kannst schon mal deinen Vater rufen. Er ist bestimmt auch nur zu Hause im Sofa. Mach ich. Papa, Essen. Und wie er nach ihm ruft. Papa? Ah! Was ist denn? Was ist denn los? Papa ist da. Oh, den hast du wohl schon. Hat lange gedauert, bis das Essen fertig ist und ist dann nach Mückes gegangen. Metaboli. Eine rätselhafte Krankheit breitet sich im Pilzkönigreich aus. Die Metaboli. Sie kommt ohne Warnung. Erst schwillt der Körper an und dann beginnt das Rollen. Gar schrecklich. Bisher sind weder die Ursache noch die Heilmethode bekannt. Man weiß nur, die Stücken Burger von McDonald's. Und jeden Tag schwillt die Zahl der erkrankten Tods weiter an. Prinzessin Peach hat deswegen in aller Eile eine Konferenz im Pizzpalast einberufen. Ja, die Story ist schon extrem krank. Oh, wahrlich mysteriös. So etwas hat es in unserem Königreich noch nie gegeben. Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, wird sich bald jeder im Königreich angesteckt haben. Wir müssen schnellstens die Ursache finden und den Frieden im Königreich wiederherstellen. Natürlich, aber wir waren noch nie in einer solch prekären Lage. Ich weiß gar nicht, was wir tun könnten. Ich schlag kopflos in Panik vor. Super. Rass sie zusammen. Wir müssen Maßnahmen ergreifen. Mein Sohn. Auch er hat die Metaboli. Prinzessin, wir waren noch
Nun, ich habe die Sternengeister zwar um Hilfe gebeten, aber bisher habe ich keine Antwort erhalten. Entschuldigung. Oh, gerade wo wir von den Sternengeistern sprechen. Ja, den kennen wir schon bereits aus Twin Process. Aber seinen ersten Auftritt hatte er hier, das ist nämlich Glitzerstern. Tut mir leid, dass ich so spät bin, aber der Platz ist ja riesig. Prinzessin, diese kleine Sternschnuppe. Mein Name ist Glitzerstern. Wir haben von Prinzessin Peach die Nachricht erhalten, dass es Probleme gibt. Deshalb bin ich als Vertreterin der Sterngeister hierher gekommen. Es ist mir eine Ehre. Oh, die Energie der Jugend, sehr vielversprechend. Damit ist die Krise so gut wie gemeistert, oder nicht? Ja, Kaane. Wenn auch die Sterngeister ratlos sind. Ich habe nach ähnlichen Krankheiten gegoogelt, aber es gibt bisher nichts Vergleichbares und es scheint kein Heilmittel zu existieren, solange wir nicht wenigstens die Ursache kennen. Wir haben alles getan, um ein weiteres Anschwellen zu verhindern, aber heilen können wir die Krankheit bisher nicht. Irgendetwas müsst ihr doch tun können. Es geht um das gesamte Pilzkönigreich. Wir tun, was wir können. Psst, wer ist denn Ditte? Die Assistentin von Dr. Horoskopus T, Schwester Fortuada. Dr. Horoskopus T, WTF. Ein berühmter Arzt, der mehr über unser Königreich vergessen hat, als andere je wussten. Super. Er kann an der Konferenz leider nicht teilnehmen und hat Schwester Fortuada geschickt. Die Patienten warten. Bitte entschuldigen Sie mich. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Die Ärzte wissen nichts. Die Sterngeister sind ratlos. Wer kann uns denn jetzt doch helfen? Es tut mir leid, ja. Auch uns Sterngeistern sind die Grenzen gesetzt. Geben wir am besten gleich auf, oder? Wie unverschämt. Beruhigt euch bitte, ihr Bein. Genau. Ach ja, den blauen Tod kennt man auch schon aus Zusammen durch die Zeit. Ich glaube, Todbert hieß ja. Genau dazu aus. Was ist los mit dir? Es gibt doch jemanden, auf den wir uns verlassen können. Oh ja, richtig. Es gibt noch Hoffnung für uns. Ja, aber sie sind noch gar nicht hier. Wo sind die beiden Brüder nur? Wohl noch am Zocken, am Ballermann die ganze Zeit. Ah, Mario, schnell, schnell. Oh, die war tatsächlich am Ballermann. Der Luigi muss sich noch anziehen. Die Konferenz, schnell. Alle warten schon auf dich im Konferenzsaal. Ach ja, Luigi, auf dich warten sie natürlich auch. Der Konferenzsaal ist da vorne, komm schnell. Soll ich euch vorher noch kurz die Action-Symbole erklären? Nein. Seid ihr schon bereit? Dann schnell. Ja. Der Konferenzsaal ist dort vorn. Es sind schon alle da, bitte beeilt euch. Hier laufen aber noch andere Trolls herum, mit denen ihr reden könnt. Drückt zum Reden einfach A. Ihr werdet sicher ein paar interessante Dinge hören, oder auch nicht. Ich schätze mal auf nicht. Ja, ich muss sagen, für das finde ich die Grafik richtig gut. Hallo Mario, du bist hier, du wirst einen Weg finden, uns zu retten. Ich kann es kaum erwarten, Metabolist du auf.
Das hieß der Pilzpalast, aber das habt ihr sicher schon gewusst. Ach nö, weißt du, ich habe das noch nie. Ich war noch nie hier. Aber ich habe mal was von dem Bild darüber gelesen, aber danke. Die Assistentin von Dr. Roskopas Tee, die finde ich so süß. Ich finde sie immer gefährlich, ich weiß nicht. Und genau hier ist folgerweise ein Tod. Ich will schick mit Nuggets. Kriegst du aber erstmal nicht. Ah, hier ist Prinzessin Peaches Thron. Sie hat also hinter ihr Thron als noch ein Konferenzsaal. Sehr interessant. Wenn ihr einen Speicherblock findet, stoßt ihn mit einem Sprung an. Vertraut mir, ihr solltet so oft wie möglich speichern. Wenn ihr speichert, werden eventuell Schicksalsschläge etwas gemildert. Dieses Wissen hat mir mein Großvater mit auf den Weg gegeben. Auch Luigi kann den Speicherblock aktivieren. Das heißt dann einfach, dass er euch das down geht, oder wie? Jetzt, ja, Mario und Luigi. Mario und Luigi auf dem Weg zur großen Konferenz im Pilzpalast. Meister Mario, Meister Luigi, wir haben schon auf euch gewartet. Lass uns die Konferenz fortsetzen. Nun, ein bisschen wissen wir über das Problem. All die erkrankt sind, haben einen bestimmten Pilz bei einem örtlichen Händler gekauft. Ich meinte natürlich einen Bürger. Bitte? Ein Bürger? Ein Bürger ist der die Ursache der Metabolie? Ich habe die Metabolie erkrankten Tod befragt. Alle haben sie einen, was? Big Tasty gekauft. Oh, der Big Tasty, das ist sehr gut. So ein Burger gibt es in unserem Königreich nicht. Was für ein durchtriebener Schuft würde so etwas verkaufen? Der Verkäufer soll, was? Das ist ein Franchise-Unternehmen mit einem goldenen M. Ich will es nicht genau sagen. Ja. Ja, was auch immer dieser Laden ist, es ist unsere einzige Spur. Ich denke, wir sollten diesen Laden künstlich mal unter die Lupe nehmen. Weißt du, Mario, weißt du, Luigi, es ist an euch. Kümmert euch um dieses Problem, wie ihr euch auch immer um Bowser kümmert. Oh. Ach nee, wenn man nicht von Teufel spricht. Habe ich da mal gerade von meinem wohlklingenden Namen gehört? Prinzessin Peach. Warum bin ich nicht eingeladen worden? Was willst du hier, Bowser? Wir haben hier eine wichtige Konferenz zur Rettung des Königreiches. Was? Ich bin auch Bürger dieses Königreiches. Ich habe ein Recht, an dieser Konferenz teilzunehmen und kostenloses Essen abzugreifen. So ist es ja wohl. Los, sag's ihnen, Totsworth. Ja, nun, Von wegen Recht. Verschwinde hier. Was? Mario, du hast mir gerade noch gefehlt. Ich bin mit den besten Absichten hierher gekommen, aber wenn ich dein bärtiges Gesicht nur sehe, vergiss die Konferenz. Ich mach dich platt und schnapp nach mit den Prinzessin. Ja, Blitzego. Achso, ja. Weißt du, Mario, euer Erster kommt seit langem, seid ihr bereit? Soll ich euch die Action-Kommandos erklären? Nein. War die formidable Meister Mario, ihr seid ja wirklich in Bestform. Ja, wie immer hat man zuerst nur den Sprung.
Aber irgendwie ist vor allem der erste Kampf fast Bowser. Oh, etwas habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn ihr mit einem Sprung angreift, könnt ihr den Gegner zweimal treffen. Soll ich es erklären? Nein. Exzellent, Meister Mario, diese Antwort habe ich erwartet. Meister Mario, muss noch einmal erläutern, wie man angreift. Nein. Gut, man muss ja nicht immer alles wieder und wieder erklären. Wenn ihr einen Sprung angreift, achtet auf den richtigen Zeitpunkt beim zweimaligen Drücken des Knopfes. Du nervst leicht dich. Musste Mario. Mir ist da noch etwas eingefallen. Ihr könnt Bosses Angriffen ausweichen. Soll ich euch näher ausführen, wie Ausweichen funktioniert? Nein. Wunderbar, Meister Mario. Ich sehe, ihr tretet Bowser furchtlos entgegen. Geht's noch? Dich rüste ich gleich mit. Nein. Meister Mario. Soll ich noch? Nein. Soll sein, aber lass mich noch eine Sache loswerden. Wenn ihr eine Attacke mit einem Sprung ausweicht, wartet beim Springen auf den richtigen Moment. Wie hält aus? Das ist ja wie immer der erste Gegner, nicht zu besiegen. Und man braucht hier wirklich exaktes Timing, um das exzellent gut hinzukriegen. Sonst muss ich doch down gehen, Bowser. Gut. Was ist los? Irgendwie habe ich nicht so viel Kraft wie sonst. Vielleicht bin ich doch sonst nicht so besiegen. Das liegt an meiner Sternkraft und der Wunschkraft der Prinzessin. Damit haben wir dich geschwächt. Ich weiß. So, Prinzessin, entfernt ihr bitte diesen Störenfried? Was, sie kann zaubern? Warum macht sie das nicht immer? Thank you, Mario. Du hast uns wieder einmal gerettet. Danke. Hey! Hey! Aufwachen! Das sollte genügen. Jetzt bin ich erst richtig sauer. Es ist noch nicht vorbei. Ich gehe zurück zum Palast und schnapp mit der Prinzessin. Ja, aber solange Mario da ist, wird das wie immer enden. Sag diesen Namen nicht. Wenn ich nur seinen Namen höre, könnte ich total ausrasten. Oh, ihr macht mir ein bisschen Angst. Pah, zurück zum Pilzpalast. Aber wo bin ich? Cool, wie schwingt es Wasser. Ja, man spielt ja auch in diesem Abenteuer Bowser. Er ist so gesehen das dritte Held in diesem Spiel. Eure Verfanzeit. Also eure Verfanzeit. Euch sind ein paar Hindernisse im Weg. Drückt X, um sie mit einem Schlag aus dem Weg zu räumen. Vielleicht liebe ich das Spiel deswegen, weil man Bowser spielt.
warum Bowser eigentlich sonst immer viel zu kurz kommt. Eure Verwirrtheit. Da vorne sind Bäume. Mit Y könnt ihr euren Feueratem einsetzen. Aber denkt daran, dass ihr immer müde werdet, wenn ihr den Feueratem so lange einsetzt. Also ein schönes Feuerchen hier machen. Was war das denn? Gewinner bist du! Hä? Was ist denn jetzt los? Volltreffer! Überwirrtheit, was hat das zu bedeuten? Der Connor hat Glückstag. Und zum Glückstag passt ein leckerhafter Glückspilz. Glückspilz? Ich nehme keine Drogen. Was für ein Volltreffer. Macht euch keine Sorgen über die Zutat des Glücks. Nehmt lieber den fantablösen Glückspilz. Schlingt ihn runter und das Glück ist auf eurer Seite. Nicht einmal Mario ist euch dann gewachsen. Mario besiegen wirklich? Ich sage ja. Natürlich. Im Kampf von Glückstreffer wie Ring der Freude. Ihr werdet Zorn haben. Furiosen Zorn. Eure stärksten Gegner werden einknicken wie Grashalme, die zu dumm sind, sich zu biegen. Eure Leichtgläubigkeit, das ist etwas faul. Lass uns gehen. Was quatschst du denn da? Dann kann ich Mario besiegen. Los, lass einen dieser Glückspilze rüberwachsen. Bitte, sehr guten Appetit. Glückspilz? Fragezeichen erhalten. Was ist los? Ist euch nicht gut, eure Übelkeit? Und ich sage doch, dass ihr es bleiben lassen sollt. Hey du, was hast du getan? Oh, ich lache. Und es ist Krankfried aus Mario und Luigi Superstar Saga, der Gehilfe von Luke Miller. Und in zusammenhängender Zeit war er auch da als Ohrenverkäufer. Diese Leichtigkeit, so leicht, ich bekomme Gelächter. Ich habe Strategie und jetzt der Abgang. Vergiss nicht deine Verabredung im Pilzpalast. Die Konferenz wurde empfindlich gestört. Ja, und wir haben keinen Konferenzsaal mehr. Sollen wir abbrechen? Und es hängt vielleicht das Schicksal des Königreichs von dieser Konferenz ab. Wenn wir jetzt aufgeben, sind wir der Lösung keinen Schritt weiter gekommen. Das stimmt. Metapoli ist ein noch ernsteres Problem als Bowser. Fahren wir also fort. Wir müssen eine Lösung finden. Sehr wohl, verehrte Prinzessin. Nehmt euch ein Beispiel, meine Sterne und Herren. Aber diesen Raum können wir nicht länger verwenden. Wir sollten auf andere, weniger ramponierte Räumlichkeiten ausweichen. Schnell, Luigi, flieh!
Rette dich, Luigi. Du bist auch unsere einzige Hoffnung. Los, Luigi, du schaffst es. Ja, man sollte nie auf Luigi zählen. Was ist jetzt los? Ich habe Sieg. Alles verläuft sich nach Plan. Und nun weiter mit dem Plan, den ich geplanifiziert habe. Hey, Metaboss. Krankfried rufen nach dir. Verstanden, Meister Krankfried. Wie ist ein Bosses Körper? Wie, was? Wir haben Zen-Besuch. Ach nee. Ich bin ein Hämoglobin. Wir wissen eine ganze Menge über unsere Reihe mit Bowser und wir können eine ganze Menge erzählen. Wenn du meinen Kollegen findest, stoß ihn an. Das macht uns nichts aus. Aber auch ich kann was erzählen. Willst du hören? Na? Hehe. Aber ich sag nicht. Dafür kannst du bei mir speichern. Willst du speichern? Ja. Gut. Dann geht's im nächsten Part weiter. Mit Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Bis dann und ciao.